Genau, hallo. Ja, Luisa und ich, Lara, wir sind auch morgens häufig schockiert, wenn wir die Zeitung aufschlagen. Wenn da was steht über die Festung Europa oder unfaire Handelspraktiken, über Austeritätspolitik. In solchen Momenten können wir ehrlich gesagt nur unsere Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und trotzdem stehen wir jetzt hier, um für ein starkes Europa einzutreten. Wie passt das zusammen? Ja, warum brauchen wir diese Union so dringend? Das ist eine Frage, auf die mehr Leute als uns lieb ist, keine Antwort kennen. Frieden und offene Grenzen, für uns die absolut wichtigsten Errungenschaften der EU, sind vielen so selbstverständlich geworden, dass sie anscheinend nicht mehr als Gründe ausreichen, für ein vereintes Europa einzustehen. Wir machen uns heute deshalb auf die Suche nach anderen bestechenden Gründen, warum wir die EU brauchen, um auch all diese Zweifler abzuholen. Wir, zwei angehende Journalistinnen, haben mit Freunden diskutiert, Artikel um Artikel gelesen und mit Politikern in Brüssel gesprochen. Und dabei hat sich vor allem ein Satz besonders eingebrannt. Für globale Probleme kann es keine nationalen Lösungen geben. Die Herausforderung... Die Herausforderungen unserer Zeit, sie machen eben nicht an Ländergrenzen halt. Und trotzdem betreffen sie jeden Einzelnen in jedem Land. Steuerflucht, Klimawandel, Fluchtbewegungen. Das kann kein Land alleine lösen. Eine starke EU möglicherweise schon. Aber macht euch selbst ein Bild. Der Klimawandel, die vielleicht größte Herausforderung unserer Zeit. Wenn wir hier in Deutschland Treibhausgase in die Atmosphäre stoßen, dann betrifft das am Ende jeden Einzelnen. Vor allem aber die ärmsten Länder, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Viele verleugnen das. Donald Trump oder die AfD. Aber viele kämpfen auch weiter und geben nicht auf. Die EU zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie vielen das bewusst ist, aber das Pariser Klimaabkommen zum Beispiel haben wir maßgeblich europäischen Staaten zu verdanken. Die EU hat jahrelang verhandelt. Sie hat Allianzen geschmiedet, bis sie endlich erfolgreich war. Wir sind uns sicher, ein einzelnes Land hätte das sowas so niemals erreichen können. Ja, wenn wir nur in der EU CO2 sparen, dann ist das Klima auch noch längst nicht gerettet. Aber meint ihr nicht auch, dass wir unbedingt als europäische Gemeinschaft als Vorbild vorangehen müssen? Wenn eine Staatengemeinschaft, die so groß ist wie die EU, zeigt, wie Klimaschutz funktionieren kann, dann können viele Länder sich ein Beispiel nehmen und nachziehen. Die EU zeigt das zum Teil heute schon, zum Beispiel mit einem großen Emissionshandelssystem. Es war das weltweit erste dieser Art und viele Länder haben das am Ende kopiert. Mir persönlich ist die EU noch längst nicht radikal genug, aber trotzdem bin ich überzeugt, dass wir ohne sie viel schlechter dastünden. So, Achtung, jetzt geht's um Steuern und um Geld, viel Geld. Euer Geld, also hört am besten gut zu. 50 Milliarden Euro. Stellt euch vor, was ihr mit dieser Summe in einem Jahr machen könntet. Also ich muss zugeben, mir war erstmal gar nicht so klar, wie viel Geld das eigentlich genau ist. Deswegen habe ich nach Vergleichen gesucht. Mit diesem Geld könnte man ein Jahr lang das Arbeitslosengeld und die Wohnung aller Arbeitslosen in Deutschland bezahlen und alle Kosten, die hier für Flüchtlinge entstehen. 50 Milliarden Euro, das ist auch die Summe, die Konzerne jedes Jahr Schätzungen zufolge mindestens an den EU-Staaten vorbeischleusen. Dabei nutzen sie jedes Schlupfloch, das sich ihnen bietet. Viele große Unternehmen zahlen lächerlich wenig Steuern. Konzerne und Privatpersonen spielen da eine Art Versteckspiel mit den Finanzämtern. Panama verschärft die Regeln, dann gehen wir eben auf die Caymans. Oder warum nicht gleich mitten in die EU, nach Malta? Schnell wird bei dieser Problematik klar, ein einzelnes Land ist hier machtlos in so einem globalen System.
Die EU hat aber da mit ihrer Verhandlungsmacht schon die eine oder andere Sache durchgesetzt. Das Schweizer Bankgeheimnis gekippt zum Beispiel. Oder sie hat Regeln verschärft, um Steuerschlupflöcher zu schließen. Sie hat auch schon Strafzahlungen durchgesetzt, wenn Steuerpraktiken mancher Unternehmen illegal waren. Das ist in einer Welt ohne global gültiges Recht schon eine Riesenleistung. Doch oft kann auch die EU heute diesen Praktiken nur zusehen. Stellt euch vor, was sie leisten könnte, wenn sie mehr Kompetenzen hätte. Oder vielleicht sogar ein einheitliches Steuersystem. Und dann ist da die dritte große Herausforderung, die derzeitigen Fluchtbewegungen. Als wir uns entschlossen haben, diesen Vortrag zu halten, wollten wir vor allem das Positive zeigen. Wir wollten zeigen, wo die EU vorausdenkt und unsere Zukunft gestaltet. Wenn wir die Flüchtlingspolitik anschauen, können wir leider nicht viel Positives finden. Trotzdem sind wir der Überzeugung, dass ein wichtiges Thema wie die Flüchtlingspolitik in einem Vortrag über die Vorteile der EU nicht fehlen darf und unser Anliegen sogar unterstützt. Ja, Massengräber im Mittelmeer und in der Sahara, ein alleingelassenes Italien oder Lager wie Gefängnisse in Ungarn. Auch wir zweifeln ständig daran, ob die europäischen Staaten wirklich solidarisch sind und eine Wertegemeinschaft. Wir glauben aber trotzdem, nicht das Bürokratiemonster in Brüssel trägt daran die Schuld, sondern vor allem die Sturheit der Mitgliedstaaten. Die europäische Flüchtlingspolitik krankt nicht an zu viel Europa, sondern an zu wenig. Wir glauben, dass wir es zusammen besser lösen könnten. Mehr noch, es ist ziemlich klar, dass die Flüchtlingszahlen weiter zunehmen werden. Und dann geht es nur zusammen. Denn auch Flüchtlinge machen vor nationalen Grenzen keinen Halt. Das waren jetzt drei große Herausforderungen, die wir angesprochen haben. Als wir diese Idee hatten, dass wir das hier vortragen wollen, hatten wir naiverweise mal gedacht, dass wir 12 Themen ansprechen wollen. Für jeden Stern von Europa eins. Uns ist dann aber auch ziemlich schnell klar geworden, dass das viel zu viel ist. Ich möchte trotzdem kurz die Liste vorlesen, die wir noch hatten, damit ihr einfach wisst, wie viele Themen da auch noch uns relevant vorkamen. Das ist einmal Energiesicherheit, Kampf gegen Terrorismus, Kampf gegen Propaganda, Handel, Entwicklungspolitik, Bildung und wirtschaftliche Integration. Wir möchten uns mit einer Bitte von euch verabschieden. Lest euch vor den Bundestagswahlen durch, was die einzelnen Parteien zu Europa zu sagen haben. Wir beide werden für eine Politik stimmen, die mehr Europa will und ein besseres Europa. Danke. Luisa Schmidt, Lara Marie Müller, herzlichen Dank. Ja, wenn alle Jugendlichen politisch so interessiert werden, müsste man sich um Europa überhaupt keine Sorgen und keine Gedanken machen.